Alter Schwede, okay. Ich weiß nicht, wie wir hier weitermachen sollen bei diesem LP. Ich hätte Bock, aber so mach es ist doch. Okay. Schwierig, 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 schwierig. Jetzt verstehe ich die ganzen Reviews oder die Tests, dass es halt wirklich ein bockschweres Spiel ist. Alter Schwede, okay. Ja? Get the better of you. Okay. Ja, das war so klar. Wir müssen uns ein bisschen in Deckung wagen. Ja, danke schön. Okay, den haben wir. Okay. Wir haben schon mal einen erledigt, der gut in Form war. Jetzt müssen wir uns irgendwie, aber gegen die werden wir wahrscheinlich einmal abkacken. Die machen teilweise immer dieselben Moves. Also es ist dann vielleicht ein bisschen besser berechenbar. Okay. Bis jetzt läuft's gut. Todeszähler ist auf 2. Vielleicht kriegen wir diese Runde sogar besser hin. Was sind das hier? Waffenkenntnis. Weißt du was? Wir machen mal das hier. Haben dann zwar nicht mehr allzu viel EP. Abfuck wäre jetzt natürlich, wenn wir noch einen Gegner treffen, der dann gut in Form ist. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Mit den Flaschen, da müssen wir echt aufpassen. Okay. Also bis jetzt die beste Runde mit Abstand. Ah.
Wenn wir hier nicht abkacken, dann wäre das schon mega. Oh nein! Wie unfair ist das denn? Okay, müssen wir echt aufpassen. Okay, okay, okay. Der Todeszähler ist einfach mal wieder auf 1. Das ist erstmal sehr gut. Bis wir wieder ein paar Mal sterben. Okay, das war nicht gut. Ah, verdammt, das hätten wir verhindern müssen. Okay, wir nehmen mal die aufgeladene Rückhandfaust. Ich glaube, die ist ganz cool. Dann stehen wir auf. Wir sind aber nur 48. Das ist schon mal ein etwas positiverer Aspekt. So, dann einmal die hier. Und dann müssen wir uns hier gleich einen Schläger holen. Ist ein Fit. Sehr gut. Nein, verdammt. Und das gegen die Weiber gleich. Verdammt, das hätten wir verhindern müssen. Aber gut, ein bisschen Leben gewinnen wir dazu. Können wir uns hier eine neue holen? Ja. Weil jetzt kommen nämlich die zwei Frauen. Die sind ein bisschen schwieriger. Haben wir einen Fokus? Sehen wir jetzt gerade nicht. Ja, wir haben einen Fokus. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen einmal rein. Und gehen wieder raus. Naja, das hätten wir verhindern können. Ja, tolle Wurst. Ah, Mann. Okay, das hätten wir verhindern können. Ah, Mann. Wir haben so gut angefangen. Weil wir haben ja die Fähigkeit freigeschaltet oder den Perk, dass Waffenschaden ein bisschen erhöht ist. Okay, und für die da unten nehmen wir hier den hier mit. Alter Schäde, okay. Keine einfache Geschichte hier. Erstmal zu dem Fetten auf jeden Fall. Sehr gut. Also wenn der jetzt auch noch gut in Form ist, und das befürchte ich sogar, wenn ich ehrlich bin, an sich ist das gar nicht mal so schlecht, weil unser Todeszähler sich dann zurücksetzt. Okay, sehr gut.
Das einzige Negative ist halt, dass wir viel Leben verloren haben. Haben wir hier irgendwo einen Schläger, den wir mitnehmen können? Leider nicht. Wäre natürlich zu geil. Gerade gegen den Endboss hier jetzt. Oder Zwischen-Endboss. Das ist einfach übelst krass, dass wir auf so einen hier stoßen. So mitten im Level einfach. Oh Mann, okay. Okay, bei dem müssen wir ausweichen. You already found it. Mann! Okay, können wir hier noch eventuell irgendeine Fähigkeit freischalten? Der Schnelltritt ist eigentlich ganz okay. Da können wir schnell angreifen. So, 53, das geht. You must enjoy the taste of defeat. You okay. Okay, sehr gut. Es läuft wesentlich besser, diese Runde. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nein. Einmal gegen Sandsack geschlagen. Okay. Hier konnten wir, glaube ich, hier nichts mitnehmen. Wir gehen mal da lang. Wir sind ja vorhin den anderen Weg gegangen. Das ist der... Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Das ist nämlich der Hintereingang oder der Eingang, von wo wir aus gekommen sind, wo wir nicht rein konnten. Jetzt kommen wir hier rein. Die Frage ist, wieso? Ich habe keine Ahnung. Soll ich hier einmal den Schläger nehmen? Holy shit! An sich ist das ja nicht schlimm hier. Das Problem ist, es ist ziemlich eng hier. Sollte auf, echt aufpassen. Weil auch die Kameraperspektive ziemlich schräg ist. Okay, der scheint ein bisschen... Jawohl. War das der letzte schon? Ja, sehr gut. So, was könnte man machen? Formwiedergewinnung. Erhöht die Formwiedergewinnung bei erfolgreichen Vermeiden. Ja, ich glaube, ich mache eher das hier. Und mehr können wir erstmal nicht machen. Wir können aber vielleicht noch eine Fähigkeit freischalten. Wollen wir langsam vielleicht was dauerhaft freischalten? Macht das vielleicht schon Sinn? Oder erstmal vielleicht... Wenn du gestoßen wirst, findest du dein Gleichgewicht wieder. Okay. Bodenkonter. Nehmen wir mal den... Ja, der Drehhaken-Trick hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Wenn ich ehrlich bin. Aber wir nehmen den mal. Ja, und dann nehmen wir einfach mal den hier. Dass wir nicht runterfallen. So. Da haben wir ein paar... Perks auf jeden Fall, ein paar Skills freigeschaltet. Hier nehmen wir mal den neuen Schläger mit. Ja, und jetzt, genau, sind wir hier. So, mal gucken, wo wir hier lang müssen. Das war immer so ein bisschen... Dachte hier erstmal, das wäre ein Bug. Ah, da ist die Anführerin. Oder die Geschäftsführerin war das, glaube ich. So, das wird jetzt auch nochmal schwer. Sehr gut. So.
Okay. Also, da ist auch wie so eine Powerbraut. Verdammt, scheiße. Nein. Lass mich jetzt hier nicht sterben. Nein. Ah, verdammt. Wir waren so gut, Mann. Und dann wegen einer. Ärgerlich, Mann. Sehr ärgerlich. Okay, okay, okay. This battle isn't over yet. You're a fast learner. Müssen wir hoch? Oh, wer ist das denn? Pathetic. You can barely keep up. Wer ist das denn? Alter, warum ist die nicht so gut? What the fuck? Okay, übertreib. Übertreib? Warum ist sie so gut? Warum ist sie zum Teufel so gut? Okay, ein paar Mal können wir noch sterben, aber müssen wir jetzt echt aufpassen langsam. Okay. Sie hat den Todeszähl auf jeden Fall verringert. Wir nehmen mal hier so einen Steinklumpen mit. Gucken, wo wir lang müssen. Na, wir nehmen mal hier lieber das hier mit. Finde ich dann doch ein bisschen effektiver, sowas. So, müssen wir lang. Ich glaube hier, ne? Ja, hier müssen wir lang. Und ich glaube jetzt sind wir endlich beim Endgegner. Ich hoffe es. Ich habe es schon die ganze Zeit gehofft. Ja. Okay. Die letzte Schlacht. Come on, wake up! Alter, aber auch geil. Gibt's hier irgendwas mit Fokus? Nein. Okay, die wird ein bisschen schwieriger. Nur ein paar Schläge leider. Okay, die ist hartnäckig. Schlagen uns ganz gut. Mann, verdammt. Okay, gibt es hier irgendwie was mit so eine Special, der hier, glaube ich, ne? Nein, der hier. Den nehmen wir. Kostet 2 Fokus. Gibt es auch einen mit einem Fokus? Nein. Nehmen wir mal den hier. Obwohl wir wahrscheinlich nicht 2 Fokus bekommen werden. 61, 61. Wir dürfen nicht mehr lange, nicht mehr oft sterben. Was?
Jawohl, komm schon. Jawohl. War das die Chefin? Ich hoffe es doch. Nimm mal ihren Stock auf. Okay, die haben wir erledigt. Sag nicht, dass jetzt noch jemand kommt. Das war es tatsächlich noch nicht. Was zum Teufel, das war es tatsächlich noch nicht. Ich dachte, das wäre schon die Bössin. Bössin? Das war sie tatsächlich noch nicht. Alter Schwede, was ist das für ein heftiges Spiel? Was hat das hier zu bedeuten? Keine Ahnung. Okay. Okay, was auch immer das zu bedeuten hat. Feuerkästchen. Ein altes Kästchen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das sieht, glaube ich, aus wie das Kästchen von unserem Dojo, wo unser Vater gestorben ist oder ermordet worden ist. Lass das bitte... Nein, das ist immer noch der Endgegner. End of the road for you. The trial is finished. The burning ceremony has begun. Dare threaten me? Verarschen oder was? Nee. Alter, wie soll man das denn schaffen? Jetzt mal ohne Witz. Die hat einfach mal unseren... Irgendwo eine Waffe holen? Nein. Ich glaube, das wird nichts. Können auch keinen. Ich glaube, einmal dürfen wir nur noch sterben. Oder zweimal? Ah, ich glaube, einmal. You must enjoy the taste of defeat. Das kann nicht wahr sein, das wird nichts. Können wir uns nicht irgendwas holen? Okay, die haben wir zumindest. Kann Kung Fu, ja. Pathetic. You can barely keep up. Ja, okay. Ich glaube, das ist ja das letzte Mal. Wobei? Ja, wobei, ich glaube, einmal dürfen wir sogar noch sterben. Ja, das ist das letzte Mal. Ja, wahrscheinlich werden wir hier aber eh sterben. Alter Schwede, okay. Ja, nee, das kriegen wir nicht hin. Beim besten Willen nicht, nein. Alter Schwede. Einfach mal komplett unser Leben verloren gegen den Kerl hier. Ja, wow. Einfach mal 3000 Levelpunkte, aber das wird uns nichts bringen. Also wenn hier jetzt die Endgegnerin kommt. Okay, hier kommt zumindest nochmal sowas, aber das bringt uns halt nichts. Wir machen mal das hier mit der Fokuswiedergewinnung. Ja, Fähigkeiten können wir uns nicht aneignen. Tja. Ja. Nee, sag nicht, dass wir schon wieder gegen zwei fighten müssen hier. Sollte das nicht eine Endgegnerin sein? Der aus dem Typi?
C4. My arms are yours. Leave. Okay. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and the evil. Ach, Junge, Junge. Alter, was? Wie soll man das denn hinkriegen? Ne, never, Alter, never. Wie soll man das denn hinkriegen, verdammt? Nein, nee, 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 nee. Alter, okay, wir müssen dann wieder komplett alles von vorne machen. Ja, wie schon angekündigt, habe ich das Ganze mal so ein bisschen gecuttet, weil das Ganze ja vielleicht ein bisschen zu eintönig war, hier jedes Mal dasselbe zu sehen. Ich bin wieder bis zum Endboss angekommen, habe ja das letzte oder das allererste Level nochmal durchgespielt. Ich überspringe das Ganze hier nochmal, weil das haben wir bereits schon gesehen. Wie gesagt, ich habe das erste Level schon durchgespielt. Ich habe es aber nochmal wiederholt und diesmal nicht mit 46 das zweite Level gestartet, sondern mit 29. Und wir sehen, wir sind jetzt noch junge 37 und nicht über 50 wie die letzten Male. Ich habe ein paar Mal mit ihm schon gefightet, mit dem Endboss. Einmal oder zweimal haben wir es jetzt schon gesehen in der Folge. Und ich glaube, ich habe den Bogen so ein bisschen raus. Man muss schon öfters ausweichen. Ich habe versucht, immer übers Blocken zu machen oder übers Weglaufen. Aber übers Ausweichen funktioniert das Ganze eigentlich viel besser. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Okay, genau, also wie gesagt, das Ganze ein bisschen gecuttet. Ich hoffe, dass wir es jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Wie gesagt, bis hierhin haben wir es ja schon geschafft, aber bis jetzt läuft es ganz gut auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall viel Puffer noch nach oben, weil wir ja gerade mal 37 sind. Zwei Skills habe ich übrigens auch dauerhaft freigeschaltet in der Zeit. Ich glaube, scheiße, okay. Naja, gut. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren, statt zu lahmen. So, wir sind 40, das geht noch. Wenn man bedenkt, dass wir das zweite Level die ersten Male immer mit 47 gestartet haben, ist das noch im Rahmen. Und ich gehe stark davon aus, dass das Spiel auch darauf ausgemacht ist, die alten Level immer wieder zu wiederholen, damit man auch jünger ins nächste oder ins schwerere Level dann startet. Genau, und jetzt haben wir ihn. Sehr geil. Jetzt können wir einen Finisher durchführen und wahrscheinlich haben wir ihn noch nicht besiegt. Es kommt jetzt wie beim ersten Endboss. Ja, so eine Zwischensequenz. Und dann geht es wahrscheinlich weiter. You're almost as good as Yang. Okay. I thought he was im Feuer. Huch, einmal kurz den Fokus eingeschaltet. Ja. Wir sind der Geist deiner Vergangenheit. Mittlerweile 40 Jahre. Genau, was ich noch gesagt habe. Oh, okay. Naja, okay, ich dachte, das klappt nicht mit dem Ausweichen, aber es funktioniert anscheinend genauso wie im ersten Segment. Müssen wir einfach so weitermachen wie bisher. Ich habe einmal, wie gesagt, diesen schnellen Tritt dauerhaft freigeschaltet und einmal die aufgeladene Rückhand, weil ich die beiden eigentlich ziemlich effektiv fand und die nicht so viel EP gekostet haben. Jetzt, es läuft sehr, sehr gut. Kriegen das immer besser hin mit dem Ausweichen.
Ich kann mir aber vorstellen, dass wir ja das zweite Level wahrscheinlich irgendwann nochmal wiederholen müssen, um dann ins dritte nochmal jünger zu starten. Aber wir schauen, wie es läuft. Wir müssen das hier natürlich erstmal bestehen. Aber wir haben auf jeden Fall noch... Ah, scheiße, okay. Ja, okay, jetzt... Ah, ich will halt nicht zu oft sterben, weil wir dann wieder älter ins nächste Level starten. Das ist nicht so geil. Also, sich mal... Er erwischt uns immer wieder. Die Kampftechniken oder Bewegungen der Gegner ähneln sich aber immer. Beziehungsweise von Gegner zu Gegner immer unterschiedlich. Ach du Scheiße, was war das denn gerade? Einmal schön in den Boden gerammt. Okay, 47. Und jetzt sind wir an dem Alter angelangt, an dem wir auch ja, gestartet sind beim zweiten Level. Die letzten Folgen immer. Also wenn wir jetzt hier diesen Endboss erledigen können, dann haben wir auf jeden Fall schon was geschafft. Jawohl, ja, jetzt haben wir ihn. Ramm ihn, lass uns... Ja, oder so. Geht auch, sehr geil. Alter Schwede, war das ein Krampf, der Club. Ja. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder bei uns im Hauptquartier. Boah, okay, war das ein Krampf, der Club. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig für euch, das zweite Level. Ich würde aber sagen, bevor wir ins dritte Level starten, ja, mache ich hier einen Cut. Sag danke für eure Geduld, fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich habe es dann irgendwann mal gecuttet und ja, jetzt sollte es hoffentlich passen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und ja, hoffentlich bei einer nächsten Folge. Bis dahin.